Ihr seid also das Phantom. Ich bin der Wind, der die Asche aufwirbelt. Ich bin Yarikawas Rache. Ihr vergießt Blut mit einer Technik, die mit einem Verräterclan ausstarb. Wer seid ihr? Die Tochter eines Samurai? Habt ihr die Rebellion überlebt? Niemand hat überlebt. Dies ist ein Land voller Geister. Och nee. Wer will mich tot sehen? Die Bauern, die sich für euch verneigen. Die lächelnden Händler, die ihr bezahlt. Ganz Yarikawa betet für den Tod des Sakai-Clans und Shimura. Nicht alle. Einige vergeben. Der Rest fleht weinend um Rache. Ich werde ihnen Trost bringen. Warum? Ich hab doch nichts gemacht. Oh, ist das gemein. Ihr seid schnell. Ihr hättet niemals kommen sollen. Yarikawa ist euer Grab. Fuck. Letztendlich wart ihr nichts. Ich mach die platt. Was ist das für eine Technik? What the fuck? Endlich! Rache! So schnell kann doch keiner reagieren. Also, klar, NPC schon, ne? Natürlich. Ich finde es halt schön. Ich mag die Musik vor allem sehr. Yarikawa ist euer Grab. Ja, natürlich. Endlich. Weißt du, wenn ich eine reinkriege, ne, dann taumel ich erstmal. Gegner kann. Oh ja, ich krieg. Hab.
Arikava ist euer Grab. Ich lerne. Ich weiß, wie ich euch besiege. Nein, ihr werdet sterben. Ihr wart eine große Kriegerin, doch Zorn macht euch blind für den wahren Feind. Der Tanz des Zorns gehört jetzt mir. Ich werde ihn auch nutzen. Holy moly! Rowley. Ja, ne? Alter, fick mir doch die Henne. Das stimmt, aber dafür haben wir ordentlich was gelernt. Uns frisst 3 Ausdauerpunkte. Heilige Scheiße. Ja, Stein sollte ich mal ein bisschen machen. Versuche jetzt erstmal die Linksbums zu machen. Ja, hat ein bisschen gedauert. Aber fand ich jetzt nicht schlimm, ne? Finde die Strohassassinen in Toyotama. Fuck my life. Wo ist Toyotama? Geschenkaltar. Gehen wir mal hin. Übel. Also die hat gedauert, ja. Es war eine gute Herausforderung. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, hat sich gelohnt. Aus Asamo? Wir hielten uns bei Tag versteckt, zogen nur nachts weiter. 100-mal Vorräte. Doch einige auf dem Land liegen. So. Was ist das? Ja, komm, das mache ich irgendwann andermal. Belohnung. Ein wohlhabender Mann hat alles. Ich werde Spaß haben mit dem Ding. Liebe Sony, ihr könnt mich gerne anscheißen. Ich habe was Böses gemacht. Ich habe letztens meinen Switch Pro Controller. Das heißt, ein Schmuggler hätte eine sichere Route nach Tsushima entdeckt. Klingt zu gut, über die PlayStation geladen. Das ist das Risiko wert, oder? Das sagt ihr, bevor ihr in die Fänge der Mongolen geratet. Wir erwischen uns vielleicht auch hier. Trotzdem. Ich wollte meinen Karren mit Teilen eines Bambusstands flicken, als ich erfuhr, dass ein Samurai ihn erbaut hatte. Ist das wahr, mein Herr? Am Bambus verfeinern wir unsere Schwertkunst. Es braucht gezielte Schläge, um den Bambus mit einem Hieb zu durchtrennen. Verzeiht meine Unwissenheit. Ich habe alles wieder zurückgestellt. Sogar die Flagge. Danke. Aber ihr hättet ruhig euren Karren damit reparieren können. Ich werde den Stand benutzen. Ja, Aufzeichnung nehmen wir mal mit. Ja, wo ist denn jetzt der Stand? Wo ist der Stand? Das will ich jetzt wissen.
ihr einen neuen Köcher oder eine Tasche? Nee, mir geht's eigentlich soweit ganz gut. Tu es, oder lebe wie ein Sklave. So. Irgendwas, mein Herr. Schwertkits? Nee, brauche ich jetzt auch nicht. Mir soll irgendwo ein... Ich will den Bambusstand wieder drinnen, weil damit kann ich meine Ausdauer erhöhen. Die Frage ist nur, wo ist dieser scheiß Bambusstand? Der ist doch meistens eher in der Nähe von einem Schmied, meine ich. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Ausbalanciert, scharf und tödlich. Lüper. Ja, mit dem spreche ich gleich. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Die Musik erinnert mich so sehr an Monster Hunter Rise. Da gibt es auch viele asiatische orientierte Musik. Ja, das ist halt, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel bei Naruto ziemlich viel diese Musik halt lief. Weil das eigentlich so Traditionsmusik ist. Das ist hier jetzt in unserer Gesellschaft nicht ganz so extrem, aber in der Regel kann man das damit vergleichen, dass wir, ja, wie bayerische Volksmusik halt, ne? Naruto zum Beispiel hat ja auch diese Musik. Ich wurde, glaube ich, damals früher mal gefragt, weil ich ja auch ganz gerne asiatische Traditionsmusik in meinen Florencia-Streams damals benutzt hatte. Wurde ich ja auch oft gefragt, warum sich das so anhört wie bei Naruto. Und ja, das sind halt die Gründe. Sie wollte ihren Bambuswagen damit reparieren. Aber wo ist denn der Stand? Geschichte fortsetzen. Dann gehe ich einfach mal dahin, weil das gibt nämlich meistens immer gut Zeug. Aber mit wem kann ich sprechen? Darf ich euch helfen, mein Herr? Mit wem kann oder soll ich sprechen? Hallo Vogel. Sag mal, bin ich bescheuert? Sagt nichts. Auf diese Frage will ich weder im Chat noch in den Kommentaren eine Antwort finden. Danke. Autsch. Ich finde weder den Legendenerzähler oder muss ich erst damit was machen? Okay. Habt ihr schon mal Präsenzgeschichten gehört? Interessieren mich nicht die Geschichten. Ich würde gern wissen, wo dieser blöde Stand ist. Dieser Bambusstand, von dem die Alte erzählt hatte. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Das hast du schon ein paar Mal getan. Ciao, Che. Auf die Schnauze. Bing, 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 bing. Entschuldigung, ich bin South Park-Fan, okay? Nicht nach oben, nach rechts, hallo, ich... Irgendwie...
the heck? Aua. Warum? Was habe ich getan? Und woher kam er? Dieser Mümmelmann. Ja, Kopfhörer ist ja gut, meine Güte. Wir haben echt manchmal Probleme hier. Ihr wisst, was passiert ist. Sagt schon. Wir wissen gar nichts. Ich will antworten. Ihr wagt es, uns zu drohen? Mein Herr, vielleicht könnt ihr sie zur Vernunft bringen. Sagt mir, worum es hier geht. Mein Herr, ich bin Saburo, ein höchst respektierter Händler in Umugi. Ihr wollt meinen Respekt? Verdient ihn. Warum bedroht ihr diese Menschen? Meine Familie wird vermisst. Und diese Menschen wollen nicht sprechen. Etwas Furchtbares ist passiert. Eure Familie war hier? Ich hatte arrangiert, dass man uns hier wegbringt. Wir sollten uns hier treffen und danach Iki. Das ist unmöglich. Die mongolische Flotte überwacht die See. Ich bezahlte ein paar Schmuggler, um uns hier wegzubringen. Unanständiges Volk. Aber sie halfen vielen Familien seit der Invasion. Meine Frau Aki war verängstigt. Und der kleine Yotaro weinte ständig. Ich musste etwas tun. Ja, Justin spielt also Phasmophobia. Genau wie die Schmuggler. Und diese der Kai spielt Black Squad. Etwas. Interessant. Ich werde es herausfinden. Ihr verhaltet euch ruhig. Ja, mein Herr. Aber seid bloß nicht zu milde. Ein wohlhabender Mann hat alles. So, so. Hergehört, kommt her. Ich muss mit euch reden. Dieser Mann sagt, seine Familie war kürzlich hier. Habt ihr sie gesehen? Gar nicht? Hat jemand von Schmugglern gehört, die sichere Überfahrt von Tsushima versprechen? Mein Herr, ich denke, ich sah sie. Eine Frau und ein kleines Kind mit einem Spielzeug. Wo sind sie hin? Ich habe sie nicht weggehen sehen. So jemanden habe ich nicht gesehen. Ich will es von jedem Einzelnen hören. Bitte schlag mich nicht. Ich weiß rein gar nichts. Reden Sie davon, von der Insel zu fliehen? Das ist nur was für die Reichen. Fragt Jota. Ihr habt doch mit einigen Familien gesprochen, Jota. Schlag mich nicht. Ich bin erst seit gestern hier. Das ist übel. Ehrlich. Er läuft davon. Schnappt ihn. Du, halt. Ich weiß überhaupt nichts. Soll er nur sprechen?
Alter, der ist flink. Mich, mein Herr. Bleib stehen, du Narr. Ich war es nicht. Alter, dieser kleine Lümmel. Da passiert doch gleich irgendwas. Es tut mir leid, mein Herr. Tötet mich nicht. Aber weglaufen, das kann er. Los, rede. Die Schmuggler waren hier. Sie führten Frau und Kind des Händlers weg. Ich bin ihnen gefolgt, wurde aber erwischt. Sie sagten, wenn ich auspacke, dann sterbe ich. Ich verspreche, dazu wird es nicht kommen. Wo haben die Schmuggler sie hingebracht? Nach Westen. Da ist ein Wachturm an der Küste. Ich glaube, da wollten sie ihr Boot treffen. Na toll, 400 Meter. Na, es geht noch. Dann wollen wir mal gucken, dass wir hier weiterkommen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme jetzt schon geht. Ja, 2 Stunden, dann kann man was machen. Auf jeden Fall bin ich einigermaßen... Also ich bin immer so ein bisschen froh, wenn es mit den Spielen schon so weitergeht. Nur habe ich mir halt... habe ich natürlich eine Affinität dazu, halt wirklich große Blockbuster zu spielen. Und ja. Aktuell bin ich mir halt... Ich bin es halt so gewohnt, wenn man sich Spiele holt, spielt man die auch am... Spur von Saburos Frau und Kind. Am Anfang... Alter, das war übel mit dem langen Bogen. Fuck, ist dir zur Seite gerutscht. Das war ein bisschen too much, fand ich. Boah, jetzt dem Pferd voll ins Gesicht schießen. Hier ist jemand. Das wäre ein bisschen übel. Aber ich glaube, wenn ich das mache, dann habe ich ein persönliches Problem mit Yuna. Wir jetzt anfangen, den Pferden in die Köpfe zu schießen oder dergleichen. Ich fordere die Gegner noch nicht heraus. Komm raus. Ich hab was gehört. Erwischt! Habt ihr?
Oh Mann. So stark, dass ich nicht mal was machen konnte. Sind die hier oben? Warum sind sie so leichtgläubig? Sie sind verzweifelt. Wenn du sie mit Hoffnung köderst, dann glauben sie dir alles. Das stimmt. Also gut. Bringen wir es hinter uns. Tut mir leid. Eure Bootsfahrt fällt aus. Was tut ihr da? Nehmt einfach unser Geld! Verschont uns! Diese Sau! Der war tot! Hierher. Ja, ist doch gut, jetzt muss ich doch erstmal looten. Alles wird wieder gut. Meine Güte. Ihr habt uns gerettet! Bitte! Ihr seid jetzt sicher. Ich verstehe das nicht. Sie sagten, da wäre ein Boot für uns. Es gibt keinen Weg von der Insel. Sie wollten euer Geld stehlen und euch töten. Waren eine Frau und ein kleiner Junge bei euch? Nein, nur wir. Geht nach Hause. Saburos Familie könnte noch in der Nähe sein. Kehre zum Suchgebiet zurück. Ja, bin ich doch. Eine Frau und ein Junge, kürzlich getötet. Ein Spielzeug. Vielleicht erkennt Saburo es wieder. Fuck. Er muss es erfahren. Ja, 670 Meter, als ob. Kann ich da nicht einfach... Ja, wollte schon sagen. Ja, das wird ihm nicht gefallen, dass seine Tochter und sein Kind und seine Frau im Arsch sind. Habt ihr meine Familie gefunden? Ja. Keine guten Nachrichten. Aber der Zorn, der Tanz der Rache ist ziemlich geil. Das ist Jotaros. So viele gute Spiele, so wenig Zeit. Ich verstehe nicht. Die Schmuggler. Sie haben gelogen. Es gab gar kein Boot.
Nein. Jeder Inomugi weiß, wer ich bin. Niemand würde... Oh, doch. Eure Familie ist tot. Ich habe die Verantwortlichen getötet. Ihr habt sie nicht gerettet. Was für ein Samurai seid ihr? Ihr alle... Ihr habt uns verraten! Ihr wart das! Ihr wart das! Saburo, wir müssen zusammenhalten. Nehmt, was euch an Geld bleibt und helft diesen Menschen, sich zu wehren. Aber zuerst begrabt eure Familie. Armer Kerl. Armer Kerl. Nein, ich kann es nicht einsetzen. Fuck. Wo seid ihr gestern gewesen? Ich musste den Kopf. Und wenn ich Vögel. Was, wenn ich Vögel? Wenn du vögelst, kannst du vergessen, was hier geschieht. Okay. Sollte ich auch mal probieren. Irgendwann wählt ihr mal einen Vogel und folgt ihm so weit ihr könnt. Und die Mongolen. Ach so, über Vögel. Ich dachte schon, wenn ich Vögel, kann ich all das hier vergessen. Okay, soll ich auch mal probieren, irgendwann. Entschuldigung, war gemein. Jetzt muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache. Technik, ich habe natürlich keinen Technikpunkt, ne? Ist aber nicht so schlimm. Ne, ich brauche keine Maske, ich finde das komisch. Waffen und Munition. So, was haben wir denn hier? Nee, es reicht. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Mystische Geschichten. Ja, da würde ich, wie gesagt, das würde ich gerne weitermachen. Da muss ich finde die Strohassassinen in Toyotama. Ach, das ist insgesamt Toyotama. Okay. Die 6 Geschichte fortsetzen. Okay, okay. Gibt's hier irgendwas? Ansonsten. Probiere ich das mal. Trifft Fürst Shimura in seinem alten Jagdlager. Oh, mach hier einfach mal weiter. Sind ja nur knapp 150 Meter. Sind es jetzt. Ich finde es immer so ein bisschen komisch, dass es hier nicht nur eine. Ein Feind gibt. Wir haben ja mit den Mongolen mehr als genug zu tun. Sondern, was wohl. Warum sind die denn halt auch böse auf uns? Komm, Schütze! Verstecken! Komm, Gena. Komme! Los, hinter ihm! Stirb! Ich meine, Banditen, Räuber, ja, ist okay. Warum sie jetzt auf einmal noch die Strohhüte gegen uns sind, verstehe ich halt nicht. Oder beziehungsweise ich verstehe schon, warum. Das ist ja, haben sie ja zu Genüge erklärt. Meine Frage liegt halt eher, warum? Warum mussten sie das halt unbedingt mit einbringen? Endlich gibt es Neues. Ja, Fürst Shimura. Ich fand Goro in der Omugi-Bucht.
betrunken? Jetzt nicht mehr. Er begleicht seine Schuld bei euch und segelt zum Festland. So widerlich er auch ist, niemand kennt das Meer wie Goro. Diese Männer überbringen die Nachricht? Genau. Kotaro und Jiro sind loyal und mutig. Sie werden beim Shogun um Verstärkung bitten. Goro ist bereit. Er trifft uns in der Nähe und führt uns zum Boot. Wir reiten, wenn die Zeit reif ist. Kampf vorzubereiten. Ja, Onkel. Ah, da wollte ich eigentlich noch nicht weitermachen. Wird mir mal gucken, was die Yuna so macht. Es ist Zeit. Zu euren Pferden, Männer. Wir sind bereit, mein Herr. Aufpassen. Und sucht unseren Schmuggler. Ich sehe euch stets an, wenn ihr mich etwas fragen wollt. Raus damit. Wie habt ihr Goro kennengelernt? Ich erwischte ihn beim Verkauf von verbotener chinesischer Seide. Ich verbrannte seinen Bestand und ließ ihn gehen. Er hätte die Peitsche verdient. Doch ihr saht einen besseren Weg. Ein geschickter Seemann kann von großem Wert sein. Ja, das stimmt. Die Mongolen haben viele Schiffe. Kann Goro sie alle umgehen? Ihm bleibt keine Wahl. Was machen wir, wenn sie uns erwischen, mein Herr? Fürchtet den Tod nicht, Kotaro. Lebt voller Mut und vergesst nie jene, für deren Schutz ihr kämpft. Fürst Shimura! Goro, wo ist euer Boot? Hier lang. Es freut mich, dass ihr lebt, mein Herr. Danke, dass ihr eure Schuld begleichen wollt. Ich gebe mein Bestes, doch ich fürchte, die Mongolen versenken mich, bevor ich weit komme. Sie haben einfach zu viele Augen auf dem Wasser. Vielleicht können wir sie irgendwie ablenken. Steigt ab. Ab hier laufen wir. Interessant. Vor Mitodake. Mein Vater eroberte diese Festung vom Yarikawa-Clan. Nein, ich wollte das Holz sammeln. Mist. Wie überrascht die sein werden, wenn zwei Samurai es ihnen wieder wegnehmen. Wenn wir im Fort genug Lärm machen. Schauen die Besatzungen der Schiffe zu uns, nicht aufs Wasser. Goro, wir sorgen dafür, dass der Feind aufs Fort schaut. Segelt los, wenn ihr Kampflärm hört. Ihr werdet sterben, mein Herr. Überbringt einfach meine Botschaft. Die Pferde verraten uns nur. Wir gehen zu Fuß. Fürst Sakai. Na dann. Eine Nachricht im Feuer. So, ich mache jetzt mal ganz kurz Pause und mal ganz kurz die Aufnahmen.